Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten und Wissenswertes aus unserer Region. Präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord, Coos Klima, GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim und AMEE, die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Mit Norbert Lang. Unser heutiger Studiogast ist in Deutschland berühmt geworden durch einen tragischen Unfall. Seit seinem Auftritt in der Sendung Wetten, dass 2010 ist er querschnittsgelähmt. Dennoch hat der Schauspieler es verstanden, weiterhin auf Bühnen und auch vor der Kamera zu stehen. Er ist festes Ensemblemitglied des Nationaltheaters in Mannheim. Herzlich willkommen, Samuel Koch. Hallo, schön, dass du da bist. Freue mich auch. Hi. Ja. Samuel, ich fange vielleicht mal mit einer Frage an, weil für mich ist es natürlich unheimlich schwierig, wenn diese Vorstellung, du bist mitten im Leben, du warst Turner, da können wir ja nachher noch ein bisschen unterhalten, und dann passiert so etwas, wie damals passiert ist. Und dein Leben hat natürlich eine drastische Änderung ab diesem Zeitpunkt. Mhm. Wie geht man damit um? Ja, du meine Güte, da gibt es, glaube ich, ich befürchte keine universelle Betriebsanleitung. Da geht jeder Mensch anders mit um, und auch ich würde nicht sagen, dass jetzt mein Umgang oder meine Lösungsansätze für andere Menschen da draußen zwangsläufig adaptierbar sind. Ich hatte in vielen Dingen ziemlich Pech, beziehungsweise die Fallhöhe war sehr groß, wie du schon angedeutet hast. Mein ganzes Leben auf Bewegung und Sport ausgerichtet, alle Berufswünsche und Perspektiven hatten immer was mit Bewegung zu tun, sei das irgendwie, glaube ich, aber als Kunstturner war ich ja viel aktiv, gerade mit jemandem über meinen Kunstturn-Trainer-Dasein, hatte auch Trainerscheine angesammelt, gesprochen, hatte ein Stipendienangebot der State University of Illinois. Dort wäre ich auch Trainer gewesen. Talentscouts vom Cirque du Soleil in Frankreich hatten sich bei Wettkämpfen umgeschaut. Ich war dann irgendwann mal durch meinen Wehrdienst Offiziersanwärter im fliegerischen Dienst der Luftwaffe. Und alles, was ich so aufzähle, habe dann ein Schauspielstudium, verwirrte Wege, begonnen. Also eine Ausbildung in Stimme, Geist und Körper. Also alles war sehr körperlich. Und deswegen war es natürlich umso schmerzhafter und verwirrender, nichts mehr mit dem Körper machen zu können. Das war vielleicht kompliziert, dafür hatte ich aber viele andere wunderbare Umstände, wie eine tolle Familie, tolle Freunde, die regelmäßig an meinem Krankenbett standen, und würde von meinem Naturell sagen dürfen, dass ich schon jeher nah an der Sonne gebaut bin oder war, was natürlich, also Leute, die mir nahe standen, haben schon oft gesagt, na, der hat zwischenzeitlich schon auch sein für ihn bekanntes Lächeln verloren. Ich habe es zum Glück auch wieder gefunden und hatte dann tolle Kommilitonen und auch tolle Professoren der Hochschule, die gesagt haben, natürlich kommst du zurück zum Schauspielstudium und wir schaffen das schon. Und ja, so waren verschiedene Zeitpunkte in meinem Umgang mit dieser Situation verschiedene Dinge wichtig. Also wie gesagt, Familie, Freunde, dann wieder eine Beschäftigung zu haben. Nebst dem, dass ich von vielen tollen Menschen umgeben war, auch das Gegenteil zu suchen, mal alleine zu sein, für sich zu sein, zu besinnen, zu reflektieren. In meinem Fall das Gespräch mit dem Erfinder des Rückenmarks zu suchen, auch zu hadern, zu zweifeln, zu hinterfragen. Aber nicht nur, warum ich und was hat mir das Leben noch zu bieten, sondern das auch umzudrehen, was kann ich dem Leben jetzt noch bieten und den Menschen, und Vergebung, mir selbst zu vergeben, dieser Situation. Und da könnte ich ganz viel zu erzählen, wie ich sonst da noch mit umgegangen bin, aber um nur einige kleinere Faktoren zu nennen. Du erlaubst mir noch eine Nachfrage, dann möchte ich dieses Thema auch erstmal beenden. Wir haben ja viel Zeit. Ich kann da noch viel mehr zu erzählen. Könnte auch Bücher drüber schreiben. Ja. Habe ich auch gemacht. Aber das würde den Rahmen sprengen. Ja, aber ist das. Nein, wir haben viel Zeit, Samuel, keine Sorge. Wir können später nochmal drauf zurückkommen. Aber ist das nicht dann so ein Wellental, auch in dem man sich
psychologisch oder psychisch besser gesagt bewegt, wenn so etwas passiert. In dem einen Hoffnungsschimmer, ich lebe mein Leben weiter und dann vielleicht wieder eine tiefe Depression, die danach folgt. So habe ich das zumindest in vergleichbaren Fällen gehört. Ja, also mit so dem offiziellen Begriff der tiefen Depression wäre ich jetzt vorsichtig oder sensibel. Das ist ja schon eine handfeste Diagnose, die jetzt bei mir nie gestellt wurde und ich war halt schon in tiefen Tälern, weiß nicht, ob man das depressiv diagnostizieren würde, wo ich ziemlich viel hinterfragt habe, aber auch sehr bedingt von Schmerzen. Ich habe mir 4-mal das Genick gebrochen und den obersten Halswirbel 3-mal. Das hat bisher 7 Leute auf der Welt überlebt und man wusste nicht, wie man damit umgeht. Das war mit sehr viel Schmerzen verbunden. Ich sage das deshalb, weil ich so von Schmerzen auch geplagt war, um eins der tiefsten Täler zu beschreiben, dass ich dann schon auf Intensivstation, ich weiß noch, zur Mutter gesagt habe, hol doch den Tierarzt. Weil wenn Tiere so leiden, dann werden sie anders behandelt und erlöst. Aber ich kann auch sagen, dass ich jetzt nie so am Boden war, dass ich gesagt habe, es macht wirklich alles überhaupt keinen Sinn mehr. Also ich kann auf jeden Fall das bestätigen, was du sagst, was Wellental anbelangt. Ich denke, das ist immer so, würde ich fast behaupten, im Leben, das ganze Leben wird ja in Kurven und Wellen gemessen, Atemkurve, Herzkurve. Wenn alles mal glatt läuft, dann bei der Flatline, dann ist man tot. Und das war bei mir fast der Fall, aber noch nicht, dass alles glatt gelaufen ist. Und ja, so versuche ich mittlerweile auch antizyklisch zu investieren. Und wenn ich weiß, okay, der Kurs ist gerade im Sinkflug, dann freue ich mich halt auch wieder aufs nächste Aktien hoch. Und im Gegenteil, wenn es einem gerade super geht und alles himmelhoch jauchzend, kann man es auch fast sehr nüchtern relativieren. Es geht auch wieder bergab. Das ist interessant. Wenn man Profisportler fragt, gerade jetzt meine Sportart Eishockey, dann heißt das immer, da gibt es eine Regel. Don't fly too high and don't fly too low. Ah ja, das und das passt, glaube ich, auch ganz gut auf diese Situation. Aber ja, lass uns ein bisschen über dein Leben reden. Du bist im südbadischen Raum aufgewachsen und warst dann sehr, wie du eben auch schon angedeutet hast, ein sehr erfolgreicher Turner. Wie kam denn diese Liebe zum Turnen? Also ich bin so relativ klassisch Mutter-Kind-Turnen gewesen, schon glaube ich mit 4, 5 Jahren. Und in meiner Region hat mich dann so ein Leistungskunst-Turn-Trainer mit 5 Jahren da entdeckt und meinte, okay, der hat irgendwie ein Bewegungstalent und hat mich da so schon mit 6 Jahren in seine Leistungsgruppe geholt. Und weil ich da sehr grenznah aufgewachsen bin, also war ich lange in dieser Leistungsgruppe, das war ein sehr tüchtiger Verein, gute, beste Trainer, ist gerade deutscher Seniorenmeister geworden mit 72 Jahren, gerade seine Barrenübung gesehen, der gute Klaus. Und da hatte ich eine gute Zeit und bin dann aber zum nächsten Trainer und zum nächsten Verein und dann, wie das dann so ist, in den Mannschaften dann so hoch geturnt und bin dann in ein französisches Leistungszentrum. Stand dann irgendwann mal, geht's zum Olympiastützpunkt nach Stuttgart, aber ich habe mich da in der Region auch wohl gefühlt, habe da früh angefangen, auch den angezüchteten Körper, was man ja im Turnen durchaus macht, auch für andere Dinge zu nutzen. Bin viel in die Alpen zum Skifahren, später Snowboarden, habe auch alles andere gerne gemacht. Habe dann irgendwann mal einen deutschen Jahnkampf gemacht. Das ist noch mit Schwimmen und Kunstturmspringen und Leichtathletik-Disziplinen. Und weiß noch, dass ja, ich damit ziemlich viel ausgelastet war mit allen möglichen Sportarten und Beachvolleyball und in Hochzeiten 12-mal die Woche Turnen trainiert und dann noch musste ich nebenher natürlich arbeiten, um mir sowas wie Snowboarden zu finanzieren. War in der Gemeindearbeit aktiv, Kindergottesdienst mitgestaltet. Wenn ich dann irgendwann noch Zeit hatte, bin ich auch in die Schule gegangen, ab und zu. Und ja, da in Frankreich habe ich dann für die französische Liga viel geturnt. Da ist das irgendwie ein bisschen populärer, macht doch fast ein bisschen mehr
Spaß als in den deutschen Ligen. Da habe ich dann zuletzt zweite deutsche Bundesliga geturnt. Ja, witziger oder absurderweise auch, an meinem Unfalltag hätte ich eigentlich einen Bundesliga-Wettkampf gehabt. Wäre ich mal lieber dorthin gegangen, aber jetzt bin ich abgeschweift. Deine Frage war... Ja, einfach wie du zum Turnen gekommen ja. bist. Ach so, zur Liebe. Ja, ja, ich hätte natürlich jetzt noch eine Liebeserklärung zum dem Turnen machen können. Nach wie vor für mich der ästhetischste, schönste, explosionsschnellkräftigste, athletischste Sport, den man machen kann. Ich würde es... manchmal bin ich auch unsicher. Ich habe auch viel Mädchen turnen mit angesehen, muss ich fast sagen. Und viele offene Schien- und Wadenbein- und Ellen- und Speichenbrüche. Und gerade in der Damenabteilung gab es keinen Tag ohne Weinen. Also ich weiß nicht, mein Sohn, wenn ich einen Sohn hätte, würde ich immer ins Kunstturnen schicken. Ist jetzt irgendwie, oh wei, das klingt irgendwie unausgeglichen. Aber ich fand es irgendwie, mir taten oft die Damen leid in der Turnhalle. Und ich habe es irgendwie geliebt. Klar war es auch eine Qual. Und klar musste man sich auch durchbeißen und durchkämpfen. Und es war schnell klar, ein Training ohne Schweiß, Blut und Tränen ist kein gutes Training. Aber mich hat es auch unabhängig der Turnhalle gut fürs Leben ausgestattet. Und auch für alle anderen Sportarten. Aber klar kann man auch zynisch sagen, auf irgendeine Art und Weise habe ich es dann adaptiert als Akrobat. Risikodarsteller hat es mir vielleicht auch den Rollstuhl eingebrockt. Ja, aber das wäre jetzt, diese Frage ist natürlich naheliegend, wenn du sprichst von Snowboardfahren, von Turnen, andere Dinge, die du machst. Warst du, das kann man vielleicht auch aufs normale Leben übertragen, auch heute noch, bist du ein Mensch, der das Risiko liebt? Nee, das würde ich nicht bestätigen, dass ich das Risiko liebe. Ich sage, ich liebe das Leben. Meine Sehnsucht nach dem Himmel macht mich das Leben liebend. Ich mag natürlich Fahrtwind und Geschwindigkeit. Ich mochte fliegen. Ich mochte den Zenit jeder Flugkurve im Turnen, wo man einen kurzen Moment der Schwerelosigkeit erlebt. Deswegen war ich nie so gut am Seitpferd oder am Pauschenpferd. Da gibt es keine so schwerelosen Momente. Aber an allen anderen fünf weiteren Geräten gibt es das. Und mochte früh Saltos schlagen und noch eine Schraube dran setzen. Und ja, da gehört dann schon irgendwann auch ein gewisses, ja, kann man sagen, von außen betrachtet Risiko dazu. Aber gerade im Turnen ist ja alles so mit Trainern und Hilfestellung. Und man beginnt bei einer Rolle und dann wird eine Flugrolle draus. Und dann geht man in die Schnitzelgrube, dann geht man also... Das ist sehr gut kalkuliert und abgeschätzt und wahrscheinlich ungefährlicher als Autofahren. Und ja, irgendwie hatte ich dann auch keine Abneigung von Höhe oder sowas. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, kann man bestimmt drüber streiten. Ich bin dann natürlich auch gern mal Fallschirm gesprungen oder Bungee gesprungen. Was man sagen könnte, sind Risikosportarten. Aber habe ich jetzt nicht um des Risikowillens gemocht, sondern eher um das Spüren von Natur und Luft und Welt und sich selbst vielleicht auch. Und finde natürlich, dass die Entscheidung, Risiko zu vermeiden oder Lebensvermeidung, um Risikovermeidung zu betreiben, schwierig. Da würde ich also auch in Zukunft und auch in meinem gegenwärtigen Leben mir selbst von abraten. Wenn man dich aus der heutigen Perspektive als Schauspieler betrachtet, dann ist es für mich ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wieso du in jungen Jahren zur Bundeswehr wolltest. Und ich glaube, Aha. Du hast sogar im Pressebüro gearbeitet. Also diese Kombination passt für mich inhaltlich überhaupt nicht zusammen. Das war der Grund. Du warst ja auch dort. Das ist eine interessante Verbindung, gibt es. Findest du nicht? Ist das nicht?
ein Schauspieler, künstlerischer Beruf und dann gehst du zu einer Organisation, wo strenge Hackordnung und Rangordnung herrscht, wo Befehl und Gehorsam ist. Mhm. Und heute als Schauspieler lebst du dich ja aus. Das ist ja auch ein Stück weit auf einer Bühne zu stehen. Auch ein Stück Selbstverwirklichung. Ja, ich gebe dir recht. Das ist schon eine gewisse Ambivalenz, aber habe ich jetzt mich noch nie mit jemandem darüber unterhalten. Der das war für mich das Erste, als ich recherchiert habe, dass mir aufgefallen ist. Ja, du hast gut recherchiert. Würde mich natürlich interessieren, woher auch für dich da die Spannung kommt. Aber ist natürlich schon so, also bei mir war, vielleicht, ich würde wahrscheinlich über diesen Körper auch wieder gehen, der jetzt bei mir nicht geht. Das, bei mir stand das noch ins Haus, Zivildienst oder Wehrdienst, die Entscheidung. Und ich hatte eigentlich eine tolle Einrichtung. Das ist sehr, sehr absurder Querverweis, ob da man als Zuschauer damit gehen kann. In der Einrichtung, in der ich Zivildienst hätte machen wollen, sind aktuell von unserem Verein Samuel Koch und Freunde knapp 80 Geflüchtete, gehandicapte, behinderte Geflüchtete untergebracht. Und ich hatte dort damals ein Praktikum gemacht. Hatte aber diesen Traum vom Fliegen irgendwie auch durchs Kunsttouren inspiriert und habe mich dann umgehört, wie man denn Pilot werden könne. Und da war relativ schnell klar, bei der Bundeswehr kriegt man da die fundierteste, vor allem schnellste, akademischste und auch bezahlte Ausbildung. Und deswegen habe ich gedacht, ach komm, ich probiere das mal mit dem Wehrdienst und mach mal so einen Offizierseignungstest. Und dann bin ich da so reingerutscht, weil ich habe diese Offiziersprüfung gemacht und habe sie bestanden an der Offiziersbewerberprüfzentrale. Und dann ging das eben weiter mit diesen Fliegertests, Wehrfliegerverwendungsfähigkeitstest Phase 1, 2, 3, habe die alle bestanden. Und dann in der Testphase 3 hat man dann eine Turnverletzung entdeckt, hat mir mal ein Auge rausgeschossen an einer Barrenverletzung. Das haben die dann bemerkt, ich habe es ihnen nicht erzählt. Und dann war dieser Traum des Strahlflugzeugführens, also Jetpilot werden, der war dahin, ich hätte nur Fläche- und Hubfluggeräte steuern dürfen. Und ich würde schon sagen, ich bin als Pazifist, auch wenn das paradox klingt, zur Bundeswehr, wurde ordentlich Gehirn gewaschen. Deutschland wird am Hindukusch verteidigt und was soll man machen, wenn in Afghanistan die Leute auf die Menschen, die ihre Kinder in den Kindergarten schicken, schießen und wenn in kleine Säuglinge Sprengsätze implantiert werden, die man nicht antasten und retten darf. Wie soll man sich sonst wehren? Mit NGOs ist da nicht viel zu machen. Jetzt gerade erst seit einem Jahr durch den Ukraine-Krieg ist das Thema Waffen fast wieder, ich traue es mich kaum zu sagen, aber gesprächstauglicher, aber immer noch diskussionswürdiger, bin auch kein Waffenfreund, auf gar keinen Fall geworden, aber wurde mir alles, ich will nicht sagen erklärbar gemacht, aber so, dass ich mich ernsthaft damit beschäftigt habe und dann aber, nachdem diese Wünsche des Fliegens hinfällig wurden, weiß ich noch, war ich in Fürstenfeldbruck, nähe München. Dort war diese Wehrfliegerverwendungsfähigkeitstestphase 3, wo man auf links gedreht wurde mit Langzeit-EKG und psychologischer Überwachung. Und dann habe ich diesen Wunsch ad acta gelegt und habe noch am gleichen Tag mich in München umgeguckt, auf Bavaria Filmstudios umgeguckt, diese Filmleidenschaft nachgegangen und habe dann dort am selben Abend noch so ein Praktikum bei Bavaria Filmstudios quasi fast angenommen, Resturlaub bei der Bundeswehr genommen und dann ging es quasi zum Film, da habe ich dann Schauspielmenschen kennengelernt, während ich noch Bundeswehrurlaub hatte und dachte, die sind eigentlich witzig, diese Schauspielleute und das wäre dann der andere biografische Erzählstrang. Ja, du hast kurz vor diesem Unfall, glaube ich, dein Schauspielstudium angefangen. Du hast es richtig, dann auch abgeschlossen. Lass mich kurz nachlesen. Kannst 20, du auch sagen. 2014. Richtig, war es dann danach, ich glaube, im Staatstheater Darmstadt, wenn ich es recht weiß. 2014 habe ich mein Diplom gemacht und bin dann zum Staatstheater Darmstadt. Ja, genau. Was gibt dir die Schauspielerei? Was ist das für dich für einen Moment, wenn man auf Bühnen steht? Du hast ja auch sehr erfolgreich in Filmen mitgemacht. Ja. Noch kurz den Ausflug. Ursprünglich dachte ich eigentlich, was für ein dämlicher Beruf. Ich hatte mit 13, 14 meine ersten kleineren Fernsehauftritte und auch meinen ersten Schauspielunterricht, weil ich so Schnupperkurse in der Stunt- und Schauspielschule hatte und
da fand ich es relativ dämlich und auch wie bis heute narzisstisch, sich so Pseudobedeutung, schwangere Blicke, wildfremden Mädchen zuzuwerfen, zu kitschiger Titanic-Musik, und wollte lieber raus in der kleinen, in der Kinderstanzschule, mich von Häusern stürzen, anzünden lassen, verprügeln, ohne dass es wehtut, und dachte, ich werde alles außer Schauspieler. Aber dann habe ich bei Bavaria diese Schauspielleute kennengelernt, war viel mit denen feiern und fand die lustig und habe dann erst gecheckt, dass man das studieren kann. Akademisches Hochschulstudium, wo dann auf dem Lehrplan steht: Reiten, Fechten, Tanzen, Steppen, Akrobatikunterricht. Da dachte ich, das ist ja lustig, das probiere ich mal aus. Und das hat mir, das war eigentlich so ein Versuch, auch aus Alternativlosigkeit bin ich da reingerutscht, weil ich auch nicht wusste, das Leben ist so bunt an Möglichkeiten. Wie kann ich möglichst alles machen? Werde ich Schauspieler, kann ich in jede Rolle schlüpfen? Und dann kam dieser Unfall und dann musste ich genau mir die Frage stellen, die du gerade gestellt hast: Was gibt mir das jetzt noch? Und ich hatte auch keinen Plan, dachte, das ist eigentlich das Naivste und Dämlichste, in meinem Zustand wieder in ein Schauspielstudium zurück, wo ich ein langes, ausführliches, ausführliche Körperprüfung auch bestehen musste. Aus knapp 1000 Bewerbern und Bewerberinnen kamen nur 10 ins Ensemble. Und mittlerweile, würde ich sagen, hat dann auch innerhalb des Studiums es mir gezeigt, oder habe ich gemerkt, na gut, die Essenz des Schauspiels ist eigentlich geblieben. Es geht darum, Emotionen zu transportieren. Von der Bühne, von vor der Kamera nach hinter die Kamera, zu den Zuschauenden. Und das geht auch in meinem Fall noch, wenn ich mich anstrenge. Und das wurde mir dann so klar innerhalb des Schauspielstudiums. Es gibt ein Interview, es wurde mir mal vorgehalten. Da habe ich gesagt, ich werde auf keinen Fall mich pseudo-exhibitionistisch mit dem Rollstuhl auf eine Bühne stellen. Und ein paar Jahre später habe ich genau das gemacht. Und es ging dann irgendwie auf. Mein erstes Stück hatte ich richtig Schiss vor. Ivan Romanitsch, Djibutikin war ich, in Anton Tschechows Drei Schwestern. Wir haben gleich einen Theaterpreis mit der Schauspielschule abgesahnt. Waren die Leute begeistert und fanden es total die kluge Setzung, den Brahma-basierenden Militärarzt, Veteran in Rollstuhl zu setzen. Und erst beim Applaus hatten auch das internationale Publikum gemerkt, aha, der sitzt ja vielleicht wirklich im Rollstuhl. Und das war für mich so auch so ein Aha-Moment, okay, das kann man auch nutzen, dieses neue Körpersystem. Und so kam eins nach dem anderen, viele andere Stücke, Schauspieldiplom, Vorbereitung, dann Staatstheater. Und immer noch in jedem neuen Stück bin ich selbst überrascht und noch ergänzend, was gibt es mir? Na, in diesen Rollen, vielleicht zum Teil auch verloren, vergesse ich zum Teil auch, was mit mir los ist, und darf den Zuschauenden was geben und zum Teil sie bereichern, Horizonte erweitern, auch für mich selber. Du gehst auf Tournee seit vielen Jahren, du hältst auch Vorträge, du wirst auch demnächst, ich glaube im September irgendwann hier auch in der Region auftreten. Oktober, ja. Ja, im Oktober, pardon, kannst du ja gleich die genauen Daten sagen dazu. Was sind das für Vorträge oder was sind das für Aufführungen, die ihr da macht mit deinem Partner zusammen? Ah, es gibt unterschiedliche Dinge. Es gibt natürlich als Schauspieler im Theater, finde ich, in unterschiedlichen Dingen. Darf ich jetzt auch auf der Bundesgartenschau ein schönes Rilke-Projekt machen. Aber Vorträge gibt es natürlich auf Anfrage, ganz frontal zu Themen. Viel spreche ich über Resilienz, aktuell natürlich über Krisen und die Chancen in Krisen. Aber was ich jetzt im Oktober auch mache, ist, was ich ja in den letzten Jahren entwickelt habe, weil ich mich auch gefragt habe, wie systemrelevant ist eigentlich die Kunst und Kultur und was können wir beitragen zu dieser schweren Zeit, und mich selbst beschäftigt, wie reagiert man auf die schwere Zeit. Und da habe ich ein Abendprogramm entwickelt, das auch den gleichnamigen Titel trägt, nämlich der Frage folgend, wie wir Schwere loswerden. Heißt der Abend Schwerelos, wie das Leben leichter wird. Ein Abend über die Kraft des Umdenkens, ausgehend von der Hypothese, dass am Anfang jedes Umdenkprozesses, beziehungsweise am Anfang jeder Krise, am Anfang jeder veränderten Situation ein Umdenken stehen muss. Und das wollte ich natürlich nicht theoretisch aufbauen, sondern in ein Unterhaltungsprogramm verpacken. Also gute
inspirierende, mutmachende Werte in einen lustigen, unterhaltsamen Abend. Und da bin ich unterwegs mit drei wunderbaren Musikern, drei beziehungsweise vier, meinem Bruder noch, der wechselnd auf der Bühne mit mir assistierend unterwegs ist. Wir haben da ein spannendes Schwerelos-Live-Experiment. Wir haben eigens leichtigkeitsarrangierte Musik. Wir haben einen wunderbaren Kinderchor, einen Schauspielkollegen von mir. Der ist mit dabei. Es gibt theatrale Momente, also Schauspielmomente und ein ganz bunter Abend. Immer der Frage folgend, wie das Leben leichter wird und wie wir es schaffen können, umzudenken, auch in schwierigen Situationen. Haben ein Live-Abstimmungstool, damit die Zuschauer mitentscheiden können, wie der zweite Teil der Show sozusagen gestaltet wird, um individuell auch auf die Bedürfnisse der Zuschauenden einzugehen. Ja, das ist am 19. und 20. Oktober hier im alten Kino auf Franklin in Mannheim. Also kann ich jetzt, da wir den Abend einige Male hatten, jetzt kann ich es guten Gewissens und Herzens empfehlen. Waren junge bis ganz alte Leute, hat jeder was mit nach Hause genommen, was mich sehr gefreut hat. Dafür ist die Kunst ja eigentlich auch da. Samuel, wir kannten uns jetzt vor dieser Sendung noch nicht. Ich habe dich zum ersten Mal jetzt vorhin kennengelernt. Wenn ich ein bisschen aus meiner Sicht, natürlich individueller Sicht, resümieren würde, welchen Menschen ich hier vor mir sehe, dann würde ich sagen, das ist ein ungemein lebensbejahender Mensch. Mhm. Das auf der einen Seite, der sich in irgendeiner Form mit seinem Schicksal arrangiert hat und fröhlich in die Zukunft blickt. Wäre das übertrieben? Nee, dem würde ich schon zustimmen. Aber natürlich ist es auch ein bisschen einseitig wahrscheinlich, weil wenn man flächendeckend in Gegenwart und Zukunft blickt, kann man nicht einseitig nur fröhlich in die Zukunft schauen, weil die Gegenwart sieht nicht immer nur rosig aus und auch die Zukunft ich finde es auch wieder in Kunst und Kultur sehr bezeichnend. Alles, was man so an Serienformaten oder fiktionalen Literaturformaten findet, zeichnet fast ausschließlich, was ich sehr erschreckend, aber auch bezeichnet finde, eine negative Zukunftsutopie oder Dystopie. Also alle Science-Fiction-Formate gehen immer schlecht aus. Und so könnte man relativ hoffnungslos verbleiben, auch wenn man sich die ganze Menschheit anschaut über die letzten 1000 Jahre, wir haben irgendwie nichts gelernt. Wir schlagen uns immer noch die Köpfe ein. Wir wissen, dass wir dieses Klima beschädigen. Wir fliegen trotzdem, wir fressen trotzdem noch die Früchte, die mit Flugzeugen eingeflogen werden. Ich könnte eine lange Liste machen, aufzählen von Dingen, die wir wissen, dass sie dämlich sind und wir tun sie trotzdem, als zum Kotzen, und ich will mich da gar nicht als moralischen Typ, also ich esse auch noch Bananen und oft habe ich gerne einen Bananenshake, der mich und weiß nicht immer, woher die kommen und kann, also es ist naiv von mir und eigentlich dumm und ich ärgere mich, dass ich das jetzt hier auch zugeben muss, obwohl ich weiß, dass wir damit unser Klima beschädigen und muss mich da auch an der eigenen Nase packen und will da besser werden. Aber ganz banal gesagt, wenn ich die Möglichkeit habe, zwischen trostlos verzweifeln und hoffnungslos werden und trotzdem das Beste geben und hoffnungsvoll bleiben, entscheide ich mich halt ganz banal für das Hoffen und bleibe ich ein Hoffender und tue alles im Rahmen meiner Möglichkeiten, dass es auch eine hoffnungsvolle Zukunft werden kann. Ich darf mich bedanken für den Besuch. War ein super spannendes Gespräch. Ich wünsche dir tatsächlich alles, alles Gute und ein Stück weit auch Bewunderung, wie du mit deinem Schicksal umgehst. Dankeschön, Samuel. Danke auch, dass ich hier sein durfte. Bis bald. Das war Menschen aus der Kurpfalz. Präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord, Coos Klima, GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim und AMEE, die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App Kurpfalz erleben
und unter kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal.